Also ich kann hier nochmal langlaufen, aber Problematik ist, dass ich hier kein Dietrich habe. Das ist ja einfach die Problematik. Also das ist ja echt komisch. Das war ganz am Anfang nicht da. Also ich bin ja hier runtergerutscht. War das am Anfang da und ich habe es immer übersehen? Nicht? War das jetzt ein Knarzen oder waren da jetzt Geräusche drinne? Das Tier war ganz am Anfang nicht da. Also ich habe das Gefühl, dass wir irgendeine Opfergabe machen müssen. Uns fehlt halt tatsächlich nur noch Fisch wieder. Uns fehlt halt einfach nur noch mal Fisch. Und das Vieh war am Anfang nicht da. Das ist komisch, ey. Mutter Remender, die alle angebetet haben, ey. Wie brauche ich den Dietrich? Okay. Ja, es ist tatsächlich echt die Frage, für was ich das Fleisch brauche. Alles gut sortiert. Alter Falter. Echt keine Ahnung, Leute. Das ist ja jetzt hier. Ey, das ist jetzt echt ein bisschen komisch, finde ich, das Ganze. Okay, hier waren zwei. Wie nennt man die? Nennt man die Trolle? Wir nennen ja mal Trolle. Hier waren zwei Trolle. Also ich sehe noch keine Kochstation, muss ich tatsächlich sagen. Das Problem ist, ich habe noch keine Ahnung, was in den Brunnen ist. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir erst später einen Teil finden bei dem Brunnen und wir das Ganze nochmal nachgehen. Ne, eine Feuerstelle habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht der rote Schornstein. Vielleicht der rote Schornstein, weil der qualmt auch ein bisschen raus. Was da oben? Oh, das hört sich irgendwie nach was Mächtigeren an.
Für den einen habe ich zu viel gebraucht gerade, ganz ehrlich. Ja. Der andere war tatsächlich gut. Das Problem ist halt. Ach, Friedhof, ja, stimmt. Ich musste zum Friedhof damals. Frage ist halt, ob ich das wieder bekomme hier oder so. Das Schöne ist diesmal, dass sich das Ganze ja ankündigt, muss ich sagen. Trotzdem, die Viecher sind echt eklig. Also jetzt wird's albern. Also, sorry. Also jetzt muss ich echt sagen, jetzt wird's langsam albern. Also muss ich einfach so sagen. Also, what the fuck? Warum kommen jetzt auf einmal solche Viecher? Also, die anderen Viecher haben ja schon übelst viel ausgehalten. Warum muss es denn jetzt noch krankere Viecher geben? Ich letztens auch nicht machen. Es ist da hinten baitet auf jeden Fall. Hier lass mich hier rein. Aufgrund der langen Anwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sie bitte bei mir melden. Grüße Joseph Simon Gärtner des Hauses. Lol. Ich glaube, da hinten ist ein Vieh oder ist es? Hab den Schlüssel noch nicht. Habe zwei Schlüssel. Einmal der geflügelte, einmal der Schmiedeschlüssel und einmal der Schlüssel. Also der Schlüssel braucht komplett für das Schloss. Das ist für diese bestimmten Symbole. Also, das ist für diese Symbole hier. Wo diese Symbole ist der andere Schlüssel. Thank you.
Willst du mich verarschen? Ich schieß dir direkt auf die Hübe. Ich schieß dir direkt auf die Rübe. Was sind denn das jetzt für Objekte hier? Was sind denn das für Objekte hier? Eddie. Njappa. Das war ein Headshot. Also, das verstehe ich bei diesen Viechern halt nicht. Also, ich finde die Viecher jetzt schon viel zu OP. Also, die anderen Viecher in der Castle brauchten zwei Shotgun-Schüsse. Ja, brauchten zwei Shotgun-Schüsse. Und dann kommt noch irgend so ein Vieh, was mit Stahlausrüstung ist. Was bringen die Ziegen? Die Ziegen, also ganz am Anfang wollte ich die Ziegen nicht abmachen, abknallen oder zerstören. Weil ganz am Anfang da stand, das sind Schutzziegen. Wer diese Schutzziegen zerstört, zieht sich den Zorn von Mutter Miranda. Und Mutter Miranda ist anscheinend da dort Endgegner. Wahrscheinlich. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Und danach habe ich mal einen Post gelesen, den ich aufs Handy bekommen habe, mit der Überschrift: diese Belohnung oder dieses Achievement bekommt ihr, wenn ihr alle Ziegen hinbekommt. Und da dachte ich mir, ah, cool, das ist ein Achievement, machen wir das einfach mal. Ich wusste ja nicht, dass Mutter Miranda vielleicht der Endgegner wird. Ich dachte, Mutter Miranda ganz am Anfang ist vielleicht ein normaler Gegner, der uns die ganze Zeit verfolgt oder sowas. Habe ich ja ganz am Anfang gedacht. So. Ist hier was? Nope. Okay. Okay, hier dürfte eigentlich wieder nichts sein. Dürfte nicht. Dürfte nicht. Ah, hier ist dieses Brunnenrad. Ja, endlich haben wir ein Brunnenrad gefunden. So, gehen wir da hoch. Oder können wir jetzt einfach... Ernsthaft? Ah, hier gibt es wieder Hähnchen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 4 Brunnen habe ich. Das ist ja krass, wenn ich es nur einmal benutzen kann. Ja, die Frage ist jetzt einfach, ob ich jetzt hier rüber gehe. Ja, die Frage ist tatsächlich jetzt, ob ich einfach hier rüber gehe. Oder ob ich mir tatsächlich noch die Mühe mache, um hier durchzugehen. Also ich müsste jetzt hier durchgehen, durch das Haus. Würde hier nochmal vorbeikommen. Wir sollen ja zum roten Schornstein gehen. Es ist das heilige Klo oder was? Ich überlege gerade ernsthaft, was ich jetzt mache. Weil ich kann mir hier einen Shotcut aufmachen. Hier kann ich mir einen Shotcut aufmachen. Die Frage ist, ob ich wieder hier hochkomme. Das finde ich die Preisfrage gerade. Leute, was machen wir? Springen wir ab, gucken, was drin ist, oder gehen wir es weiter? Das ist unsere Hauptmission tatsächlich. Sollen wir in den roten Schornstein gehen? Was haust du mit dem roten Schornstein?
auf jeden Fall eine Menge Hähnchen. Ich glaube, das ist eine Feuerstelle da. So, wenn Kinder was von euch sagt, springen wir ab hier. Ich hätte mich jetzt echt gewundert, wenn es nicht ginge. Mal wieder hier hoch? Nee. Pass mal auf hier, sehr schön. Das ist doch wieder ein Shotcut oder was? Ach, das ist ein Shotcut. Alles klar, das ist ein reiner Shotcut. Geile Scheiße. So, ein Premium-Klo. Muss ich nicht sagen, das ist auch ein Premium-Klo gerade hier. Okay. Achso, die Tür ist anscheinend zu. Coole Sache. Sehen wir irgendwelche Viecher von beiden? Ja, komm. Ja, das glaube ich dir, okay. Also, die Viecher spawnen anscheinend tatsächlich. Ja, die Viecher spawnen dann erst, wenn wir ein bestimmtes Areal betätigen. Also, wir sehen sie leider nicht vorher. Schade. Sehen sie nicht vorher. Ich muss immer die Hühnchen sammeln. Ja, noch nicht. Ich will erst mal gucken. Ich will erst mal gucken, was hier unten ist. Jetzt aber. Arme Frau. Der geflügelte Schlüssel, Schlüssel ist lediglich ein Teil des eines Ganzen. Drei weitere Teile vervollständigen ihn. Ach so, wir haben den zweiflügeligen, dann müssen wir die zwei. Ach so, alles klar, ich verstehe, ich verstehe. Wir haben hier gerade den zweiflügeligen, wir können einmal den vierflügeligen und einmal den sechsflügeligen machen. Die Frage ist tatsächlich, ob ich die ganzen Hühner dafür töten muss. Alles klar. Dammit. Better see the Duke again. Was ist für Pro? Habe Mutter Miranda zwei Ziegen geopfert. Habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß wozu. Keine Nachricht von Mutter Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. Mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monolithische Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauderhaft. Die ehrenwerten vier Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hatte ein Kind auf den Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, aber das Kind wurde in